Im Hotel hatten die deutschen Basketballer die Niederlage verkraftet und zelebrierten ihr Silber. Auf dem Parkett allerdings war die Stimmung schlecht. Dirk Nowitzki, der einzige in Normalform, immer wieder versuchte er, das deutsche Team nach vorne zu treiben. Aber schon zur Halbzeit waren es 10 Punkte Rückstand. Die deutsche Verteidigung kam mit den schnellen, sicheren Griechen nicht zurecht. Im dritten Viertel die Entscheidung und Papaloukas, der überragende Mann. Er traf und brachte die Griechen zu Jubelstürmen. Es war einfach nicht unser Spiel. Ich glaube, die Griechen haben von Anfang an sehr, sehr viel Druck gemacht und haben gezeigt, dass sie heute einfach die bessere Mannschaft sind. Die bessere Mannschaft genoss den Triumph, siegte am Ende mit 78:62. Europas herausragendster Basketballer war Dirk Nowitzki. Er wurde als bester Spieler geehrt und auch die Silbermedaille für Deutschland ein Riesenerfolg. Es tut ein bisschen weh. Aber nach 10 Minuten, wenn du dann siehst, dass du trotzdem was Richtiges erreicht hast, nicht um Platz 12 und 13 gespielt hast oder was weiß ich, sondern im Finale warst und alles dafür gegeben hast, dann kannst du auch dich nicht beschweren. Und deswegen feierten sie lange und ausgiebig.